Pavel Dortchev, Trainer von Viktoria Köln. Nach einem sehr ordentlichen Saisonstart zuletzt einen Rückschlag erlitten, 4:0 in Zwickau verloren, die höchste Saisonniederlage. Wie haben Sie und die Mannschaft dieses Spiel verarbeitet? Ja, das ist nicht einfach, wenn man so ein Spiel verliert mit so vielen individuellen Fehlern. Und das Spiel hat sich generell auch schlecht entwickelt für uns mit nicht gegebenen Elfmeter, mit gelb-roter Karte noch dazu. Und dann noch, wie ich schon sagte, die individuellen Fehler. Einfach sehr viele Umstände haben nicht gepasst. Und so ein Spiel so zu verlieren, natürlich ist ja die Enttäuschung sehr groß, sowohl bei der Mannschaft, auch bei den Trainern. Und wir haben versucht, aber die Woche das sehr sachlich, fachlich das aufzuarbeiten. Und wir haben am Dienstag das Spiel nochmal von Zwickau nochmal analysiert und jetzt abhacken. Jetzt geht es für mich nur nach vorne schauen. Wir haben jetzt ganz, ganz schweres Spiel zu Hause wieder gegen Mannheim. Mannheim ist ja für mich eine Spitzenmannschaft. Die spielen richtig guten Fußball, also sehr variabel und sehr angespielte Mannschaft, auch mit sehr viel auch Emotionen dabei durch den Aufstieg. Die sind auch 4 Jahre in Folge, glaube ich, nicht oder haben sie nicht geschafft aufzusteigen, und jetzt endlich mal es ist so, dass die das geschafft haben, und das schweißt die Mannschaft schon zusammen, und die haben nicht diese Fluktuation so wie wir bei Viktoria. Und was ich damit sagen möchte, eingespielte Mannschaft mit sehr viel Selbstvertrauen, sehr viel Euphorie, und das macht sie natürlich sehr, sehr stark. Okay, was Sie vom Gegner erwarten, haben Sie jetzt schon gesagt. Wie sieht es mit der personellen Situation in Ihrer eigenen Mannschaft aus? Willers ist noch gesperrt. Wie sieht es bei den Verletzten aus? Ja, Willers ist gesperrt und Mart Ristel ist auch gesperrt. Beide sind gesperrt. Es kommt eigentlich alles zusammen. Heute ist auch Steffen Lang krank abgemeldet. Also die Situation hat sich nicht verbessert, im Gegenteil, hat sich eher verschlechtert. Und müssen mal gucken, dass wir jetzt nicht mehr verletzte oder kranken Spieler bekommen, weil dann wird schon wirklich eng. Aber wir haben schon Kader oder wir haben Qualität in der Mannschaft, wo ich denke, dass wir schon einige Spieler ersetzen können. Und auch am Samstag werden wir schon eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz haben, ohne jetzt irgendwie so Entschuldigung zu suchen. Kommen wir vielleicht nochmal auf den guten Saisonstart zurück. Woran machen Sie diesen fest? Ja, das ist auch von unserer Seite, denke ich, ist ja, liegt daran, dass die Mannschaft auch erfrischenden Fußball auch angeboten hat, dass wir auch das, was wir uns vorgenommen haben, bis jetzt haben wir sehr gut umgesetzt, mit kleinen Ausnahmen, so wie jetzt in Zwickau. Und ich denke schon, dass wir auf sehr gutem Weg sind. Aber ich weiß, dass auch noch das auch sehr lang weg ist, und wir haben sehr viel zu tun noch, wir müssen noch viel arbeiten an uns. Und natürlich, wenn man gewinnt und denkt man, jetzt läuft alles gut, wenn man verliert, dann fängt man auch das und jenes zu hinterfragen. Aber ich denke schon, dass wir generell, wenn ich auch bis jetzt die Saison betrachte, dass wir auf sehr gutem Weg sind, und jetzt haben wir ein schweres Spiel vor dem Brust, wo wir auf jeden Fall gewinnen wollen und müssen, und dann mal schauen. Aber Saison ist noch lang, und guter Start ist schön und gut, aber wir sind noch nicht am Ziel. Sie geben den richtigen Stichpunkt. Das Ziel nach gut einem Viertel der Saison, etwas mehr, 10 Spiele sind absolviert. Wo soll es mit Ihnen und der Mannschaft hingehen? Wie können Sie das einschätzen? Also ich mag jetzt nicht gerne so tabellarisch jetzt irgendwie so Prognose abzugeben und sagen, das und das, also das ist für mich unseriös. Für mich geht es eigentlich darum, die Mannschaft zu erzielen, jedes Spiel gewinnen zu wollen, und dann kommen automatisch viele Siege dadurch, wenn man auch diese Siegermentalität hat. Und wenn du viele Siege hast, dann hast du automatisch guten Tabellenplatz. Natürlich wäre schön und gut, wenn wir nicht bis zum Schluss zittern müssen, was Klassenerhalt erstmal betrifft. Das ist ja das Ziel, das Minimumziel, und früh Klassenerhalt zu schaffen, und danach müssen wir sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.